Das Lebensmittelzentrum St. Pölten ist ein ambulantes Rehabilitationszentrum mit 6 verschiedenen Indikationen. Hauptindikationen sind orthopädischer Bereich, Indikation aus dem Herz-Kreislauf-Bereich, pulmologische Rehabilitation, onkologischen Bereich aus dem Bereich der Neurologie und dem Stoffwechselbereich. Im Lebensmittelzentrum St. Pölten besteht die Möglichkeit, die Rehabilitation in der Phase 2 und auch in der Phase 3 durchzuführen. Der Patient kommt primär zu einem Facharzt oder zu einem Allgemeinmediziner und der legt für den Patienten und für das Fachgebiet spezifisch einen Therapieplan fest. Dann wird der Patient den jeweiligen Therapeuten zugeteilt und die Therapien für in der Phase 2 für 6 Wochen festgelegt. In der Phase 3, die variiert zwischen 3 Monate bis 12 Monate. Bei der ambulanten Rehabilitation wird je nach Grunderkrankung das Therapieprogramm aus Einzel- und Gruppentherapien der Bereiche Physiotherapie, Ergotherapie, Psychologie, Logopädie, Diätologie und Sozialarbeit zusammengesetzt. Im Prinzip kann jeder Patient in St. Pölten eine ambulante Rehabilitation durchführen, deren Wohnort ca. 50 Kilometer von St. Pölten entfernt wird. Die Antragstellung erfolgt primär über den Hausarzt, Facharzt oder auch über das Krankenhaus selbst. Und die Kosten werden dann von den jeweiligen Versicherungsträgern übernommen. Die ambulante Rehabilitation ist dafür geeignet, dass Symptome, die durch eine Erkrankung entstanden sind und auch deren Folgen weitgehend zu reduzieren. Optimal wäre auch eine Verbesserung der Lebensqualität zu erzielen und eine Leistungssteigerung. Im Idealfall ist eine berufliche Wiedereingliederung dadurch möglich.